gut. Dann warten wir mal kurz. Dann warten wir mal kurz. Ja. Wir warten mal kurz. Aber nur kurz. Oh, ich finde diesen Bogen mega schön. Danke! Ich finde diesen Bogen echt so mega schön. Natürlich geht er nicht über Lunas Bogen. Aber ich finde ihn so mega schön. Okay. Ja, Ja, wir warten jetzt auch kurz darauf, dass Hybrid wiederkommt. Dann geht es sehr in den Speck. Die letzte Quest und die letzte Inni für heute. und dann ist das Spiel durchgespielt. Nee, das nicht. Oh. okay, war ah, okay, so geht's auch. Mist, Oh war schneller Mann. als ich. Ich bin immer schneller. Nicht du. Ach so. Hüte des Sees. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Das wird cool, hoffe ich. Wird bestimmt cool. Hey. Aber was hüpfst du eigentlich immer so nervös durch die Gegend rum? Bleib doch mal einfach stehen. Nee, ich hüpfe gerne. Ach so. Ich bin eine Hüpferin. Ich muss hüpfen. Na gut, und das mit den, ich will noch wissen, wie diese Kristalle sind. Aber das kann ich dann auch ohne dich machen. Okay. hallo, Ramazuri? Ramazuri? Oh Gott, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Jonas sind Sanftpfoten-Clan. Laufen mir die Tage des Ifrin über den Weg. Oh, echt? Du hast einen Sanftpfoten-Clan? Eigentlich nicht, ne? Also eigentlich habe ich keinen. Also ich gehöre tatsächlich nicht dazu. Aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass ich einige Sanftpfoten gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich etwas ausgelöst habe oder ob das unabhängig von dem ganzen Kram kam. Oh, selbstverständlich, herzlich willkommen. Ja, das natürlich. Also ich sehe ja von an welche. Echt? Okay, Du also. hast du mir doch auch die Tage gesagt, Ja, dass du jemanden gesehen hast, der auch so hieß. stimmt! Ja, hab ich dir sogar gesendet, ein Bild. Ja, stimmt, hast Da mir habe ein ich Bild auch geschickt. eine Sanftpfote gesehen und jemand, der ähnlich heißt wie ich. Aber ich glaube, Da. das ist Ramasuri, ich glaube nicht, dass das ein und, also das gehört, glaube ich, nicht zusammen. Nee, ich glaube auch nicht. Würde ich erstmal einfach so behaupten. ja. Ich glaube kaum, dass ich hier irgendwas ausgelöst habe. Nee, durfte du tatsächlich nicht. Und Hybrid und Luna auch nicht. Und der Nox auch nicht. Wäre natürlich cool. Wäre natürlich cool, wenn ich hier irgendwas, ne? Wenn wir tatsächlich so einen Sanftpfoten-Clan hätten. Aber ich glaube, dafür bin ich noch zu noobig und zu selten am F14 zocken. Aber mir ist es auch aufgefallen. Mal eine Eider Sanftpfote gesehen. Dachte erst, als ich den Streamnamen gesehen habe. Wäre es aber okay. Jetzt ein bisschen anders. Ja, aber tatsächlich, wir haben genau die gleiche Person gesehen. Wir haben genau die gleiche Person gesehen. Ich habe nämlich auch eine Eider Sanftpfote gesehen. Das war das, was ich dir geschickt hatte, Kaya. Ah, Die Eider Sanftpfote, wo krass. ich nur dachte: Hey, Ja. Namensklauerin! Krass. Ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, die hatte. Zumindest mit der Klasse, die sie da gespielt hat, sogar ein geringeres Level. Zu dem Zeitpunkt ist das schon ein bisschen her. Schon heftig, oder? Also Coole Sache. ich sehe in Spielen Irgendwie. selten Namensvetter. Finde ich aber cool irgendwie. Warum nennst du mich eigentlich immer fett? Das wird jetzt mal nicht auf dich bezogen. Ach so, weil ich fett bin. Ja, stimmt. Nee, alles gut. Was? Nein! Was? Naja, diesmal warst du wirklich nicht gemeint. Ich weiß, es war nur ein Scherz. Gut. Oh, ich finde Bunk voll cool. Auch wenn das schlechteste ist meiner, den ich eigentlich habe. Und
Und ja, ich springe gerne durch die Gegend. Weiß ich. Das ist ein, das wäre ein mega geil. Ja, ganz ehrlich, jetzt bräuchte ich Luna. Das wäre ein mega geiles Bild. Ich weiß nicht, wie man so coole Bilder macht. Das wäre ein mega geiles Bild. Ich weiß nur nicht, wie es funktioniert. FC. Oh, warte. Oh. Echt? Nee, mit F12 nicht. Zumindest Nee, funktioniert. dein Blick hat so. Nee, leider nicht. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Aber man konnte hier irgendwie in so einen Video-Foto-Modus rumzwischen. Zumindest sehe ich das bei Luna immer. Aber ich weiß nicht, ob man dafür irgendwas braucht. Oder ob das so geht. Oder wie, was, wo. Ja, Wir gut, fliegen gerne durch die Gegend da hast du natürlich recht. rum. Schade, dass es keinen Sprungfedern gibt. Ja, ist echt so. Ey, ganz ehrlich, wie gern hätte ich Sprungfedern? So einfach. Und wie Tigger aus Winnie Pooh. So. Oh, das wäre voll geil. Das würde ich so feiern. Das Ja, glaube ich wie du dir. das siehst. Ich bin gespannt. Ich war da noch nicht drin. Ich bin gespannt. Wann rein? Wenn rein ist, findet sich nur keiner mehr. Gerade zu diesem Zeitpunkt. Oh, jetzt ist das tolle Bild weg. Wobei, das wäre auch noch ein tolles Bild. Bin ich hier So irgendwie tolle Bild weg. Oh, ist ja auch ein tolles Bild. in. Oh Mann. Ja, ich hab sie nicht mehr alle. Ich weiß es doch. Ja, das weiß ich. Was ist eigentlich neues Spiel Plus? Warte, wo ist. Hä? Ey, Deranox, ich will endlich nach Heavensward. Ich will in das Addon rein. Ich habe keinen Bock auf die siebte Ära. Das geht mir zum. Ey, das hängt mir zum Halse raus. Ah, oh Gott, wer will denn die Story-Quest nochmal machen? Wer hat denn da Bock drauf? Wer hat denn da bitte Bock drauf? Also, wenn ich die siebte Ära überspringen kann, dann ja. Wenn ich die siebte Ära nicht überspringen kann, Nein. nein. Ich glaube, das mache ich mit dir auch nur einmal mit dem Privatcharakter nochmal. Einmal mit dem Privatcharakter nochmal und danach mache ich das nie wieder. Ja, Kann wissen wir nicht. Gott man. will. Doch, mit dir zeige ich die Story nochmal durch. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Wobei wir vielleicht versuchen sollten, dass wir trotzdem irgendwie auf Shiva kommen. Ja. Dann habe ich wenigstens meine Leutchen. Ich dachte, wir talken da privat. Ja, aber falls wir. Wobei. Ja, stimmt. Mit Tank und Heiler haben wir weniger Schwierigkeiten. Oh. Wenigstens noch EP und Zeugs dafür. Ja, gut, das stimmt. Hast du. Ja, ist das nicht geil? Das Schlimmste ist, ich war echt am Überlegen, ob ich diese 20 Quests heute noch durchziehe, aber das kann ich nicht bringen. Ich habe gesagt, ich mache um 0 Uhr. Also, ne? Je nachdem in die Feierabend. Wobei, nur so interessenshalber, wie lange brauche ich für die 20 Quests? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie lange brauche ich für die 20 Quests? Danke, Dufte. War nicht dufte, das war der Anox. Nee, er hat auf den das, auf die Frage geantwortet. Ach so, stimmt. Ah, auf die Frage, okay. Ja, ich habe nicht gesehen, dass der Bot dazwischen rumgeistert. Zwei Trials mit in. Na gut, sagen wir mal so, wenn ich Leute hätte für. Ne? Das ist Abfote! Jo. Gerade davor, da ist Tatsache. Verwandter von dir? ja, eigentlich nicht. Nein, das ist das. Nein. Nein. Ach komm, das ist da jetzt irgendwie reingefaked. Nein. Es gibt keine Zufälle, laut Obi-Wan Kenobi. Geil! Oh, Scheiße, ey!
Mir ist das okay. Also 4 Stunden mindestens, sehr gut, das schaffe ich nicht. Aber wie geil ist das denn, ey? Mit Samtpfote. Das ist mal wirklich, Und wir ja. reden vorher noch drüber, wir reden noch drüber, ey. Oh, guck mal, Mr. Krabs. Mr. Krabs. Also gut, ich glaube, die Gruppen werden dann wahrscheinlich eher weniger so, das Problem. Je nachdem, wie lange ihr beiden machen würdet. Aber ich glaube, 4 Stunden, das wäre zu lang. Das wäre bis 4 Uhr. Jetzt wird es richtig reingezogen. Okay. Oh lol. Ey, also, wir haben eben darüber noch geredet, ne? Gerade drüber geredet. Ey, wie geil. Ey, das ist mega cool. VLP? Ja. Ich hab die Daily mal deaktiviert, ne? Achso, ja. Ist okay. Stimmt nicht, dass ich das da am Mittwoch vergesse. Ja, am Mittwoch ist ja auch nicht mehr umgeschnitzelt ist. Nee. Nicht lang krieg ich sogar eine Warnung, dass du dir bitte ex. Was? Nein, ernsthaft? Okay, ich glaube, ich ändere den Plan für Mittwoch um. Statt Fallout diese Woche machen wir einfach FF14. Nein. Was haltet ihr davon? Am Mittwoch einfach nur FF14? Nein. Wieso sagst du nein? Weil ich sehen will, dass da bei Fallout die Köpfe rollen. Nee, nicht gut. Tofte! Siehst du, er sagt auch nein. Okay, und wenn wir den Kompromiss machen, ich stream am Sonntag Fallout statt Mittwoch. Sonntag ist doch unser Tag. Ja, aber ich würde ja anfangen am Sonntag. Am Sonntag hätte ich sonst FF14 gemacht. Vor unserem Stream. Dann würde ich da einfach Fallout machen. Ja, das geht. Okay. Dann verschiebe ich das einfach nur. Dann ändere ich einfach nur die Tage um. Dann hat Dufte sein Fallout. Und ich kann am Mittwoch FF14 durchziehen, so ein bisschen. Sofern Hybrid und Dera Zeit haben. Wenn ihr wollt. Ich will euch da jetzt nicht so nötigen oder sowas. Ah, schön, dass ich da auch nichts zu sagen habe. Gut, macht mal. Na, alles gut. Eckart, ich soll nicht. Wenn du abends Zeit hast, kann ich dich auch mit deinem Charakter weitermachen. Das sieht man sehr schön. Ey, Dera, definitiv. Ich bin so scharf auf Heaven's Ward. Ey, ich bin so kurz davor. Ich bin so kurz davor. Und ich will endlich neue Waffen haben. Ich will alles neu entdecken. Ich will weiterkommen. Ich will mehr mit euch machen. Ich will einfach. Und ich bin auch ganz kurz vor dem neuen Addon. Wie heißt das? Warte. Ach so, warte. Nicht, dass ich jetzt googeln müsste. Oh, zu kurz. Mein Rechner hängt gerade. Endwalker. Ja, genau. Endwalker, ja klar, da bist du auch direkt vor, ey. Weißt du, gerade Stufe 8 Charakter oder 10 oder wie hoch du bist. Und ja, gerade da, ne? 80, ja klar. Mach mich doch nicht immer kleiner, wie ich bin. Ja, aber ich sag doch nur die Wahrheit. Nein. Doch. Ja. Aber trotzdem, ich habe jetzt schon mal Endwalker installiert und wenn das dann soweit ist, dann. Meisten hören in Dream Reward Pitch Content auf. Echt? Also. Überlegen wir das. Ich glaube, das habe ich auch schon zu Luna gesagt, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch so euch mit zu verdanken, dass ich das überhaupt durchziehe. Weil alleine. Also wirklich, hätte ich in FF14 niemanden so kennengelernt, dann. Sehe die Sache, glaube ich, einmal komplett anders aus. Dann hätte ich, glaube ich, auch aufgehört. Einmal, weil ich überhaupt keinen Plan gehabt hätte, was ich da großartig habe tun müssen. Und zum anderen, weil mir wahrscheinlich so die Story hier in der 7. Ära sowas von auf den Geist gegangen wäre.
Ich habe damals bei Minfilia schon gekämpft, wo ich die ganze Zeit irgendwelche Kackefüße machen musste. Da war ich ja schon kurz davor. Wilfinia. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Wie? Micky die zweite? Oh, nee. Wo ist eigentlich Micky? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann mich gerade aber auch nicht so wirklich umsehen. Ich glaube, Micky müsste unter meinem TV-Rack sein. Oder Micky ist vielleicht wieder rausgerannt. Ich hatte vorhin öfters mal die Türen offen. In der Hoffnung, dass Micky rausrennt. Hä? Ich hoffe, wir werden sie mal kennen. Ich bin froh, wenn Micky nicht hier drin bleibt. Oh, scheiße. Doch, warum? Du, ich habe nicht so gern Mäusekot in meinem Keller. Da bin ich nicht ganz so Fan von. Gut, das kann ich verstehen, aber dann mach ihr doch so ein Katzenklo. Die denkt, die wäre im Paradies. Das Ding ist riesengroß. Ja, genau. Ich mache hier ein Katzenklo, weil so, ne? So eine Maus mache ich hier ein Katzenklo fertig. Ja, die denkt, die fühlt sich wieder König der Löwen. All das ist dein Klo. Alles, was das Licht berührt. Ist dein Klo. Oder, nee, warte, alles, was die Scheiße berührt, ist dein Klo. Ja, das, ja. Ja. Ey, aber wie geil ist das? Da ist eine Dampfwurde mit bei. Okay, sollte man nicht. Sollte ich jetzt nicht was skippen? Oder wie? Oder brauche ich noch ein, zwei Quests dafür? Oder drei? So ungefähr. Nur damit ich weiß, ab wann ich mich was skippen darf. Ab wann ich wieder lesen muss. Weil die letzten Sachen habe ich jetzt geskippt. Also nicht alles, aber vieles. Das würde mich jetzt nämlich auch mal interessieren. Ich möchte natürlich nicht. Ist da. Ah, okay. Gut, dann habe ich ja nicht so viel geskippt. Dann habe ich, glaube ich, nur zwei Sachen geskippt. Ja gut. Emmerich habe ich ja laufen lassen. Also das ist alles gut. Ich habe also fast alles richtig gemacht. Also ab jetzt eigentlich mehr skippen. Alles klar. Kriegen wir hin. Klar, nicht mehr skippen. Dasselbe nochmal. Okay, nicht mehr skippen. Aber wie geil, hier ist ein Sampfbote bei. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie. Man kann seinen Namen nicht ändern. Nein, das. Das meine ich gar nicht. Ich glaube, er ist halt nicht so begeistert, weil wo du ihm gerade am Anfang im Überstand bist und da eine Pose gemacht hat, ist er abgehauen. Hä, hey, der hat mir doch selber zugewunken. Hat er? Hat er. Er hat mir selber zugewunken. Ich hab meinen Monitor falsch rum. Ach, kacke, ich hab das nur Ich hab meine Emotes nur gemacht, weil er angefangen hat so zu winken und mich gemeint hat. Und dann habe ich zurückgewunken. Ich hab meinen Monitor die ganze Zeit falsch rum. Ja, klar. Die Hinter... Ja, das... Nein, wirklich jetzt. Die Rückseite guckt mich die ganze Zeit an. Gerade das mit wieder das ist jetzt, wird jetzt wichtig. Ah, okay. Ja, sehr geil. Gut, wir kommen endlich in die interessanten Sachen. Also, wir machen FF14 am Mittwoch komplett. Das ziehen wir durch. Und am Mittwoch kriegt dann... Dufte und auch ich. Ich würde nämlich unbedingt Fallout weiterspielen. Sein Fallout. Kostet aber 7 Euro. Ja gut, okay, das hat er jetzt nicht in der kurzen Zeit gemacht. Glaube ich nicht. Hä? Ich habe gesagt, am Mittwoch gibt es dann komplett FF14 und am Mittwoch bekommt Dufte Fallout. Am Sonntag. Entschuldigung. Ach so. Ich wollte sagen, weil, ne? Ja, ich war der Meinung, ich hätte Sonntag gesagt, aber ich bin hier auch gerade eher dabei, meine Tasse zu ändern. Okay, also Sonntag Fallout. Sonntag kommt vor unserem Stream Fallout.
Und nicht. Wir können das auch gerne mal eine Stunde verschieben. Ich kann. Wieso? Ich fange eher an. Ja. Was aber ist, nächste Woche Sonntag fällt das Stream aus am Sonntag. Ja, das ist wohl klar, ne? Nee, warte mal. Hä? Hast ja alles gar nicht, was du da jetzt gerade sagst. Nächste Woche Sonntag ist ja schon nächste Woche Sonntag. Hä? Das ist ein 24-Stunden-Stream. Nein, nächste Woche Sonntag ist nächste Woche Sonntag. Nächste Woche, nicht diese Woche. Nächste Woche Sonntag. Diese Woche Mittwoch. Ist Final Fantasy. Am Freitag ist der 24-Stunden-Stream. Am Sonntag gibt es Fallout. Und nächste Woche Sonntag, nicht diese Woche, nächste Woche Sonntag fällt der Stream aus. Warum? Weil ich mein Sechsjähriges mit Frutschutz habe. Deswegen fällt der Stream aus. Ganz einfach. Ich habe mein Sechsjähriges mit Frutschutz. Wir sind seit 6 Jahren dann zusammen. Nächste Woche. Oh, echt? Cool. Ja. Also, da werde ich nicht streamen. Nein, ist ja auch verständlich. Hallo. Also am 20.06. Fällt ausnahmsweise mein Stream aus. Vielleicht mal Samstag dann, aber wahrscheinlich eher weniger. Oder mache ich Party hart. Da gibt es dann wahrscheinlich nur 3 Streams in der Woche. Weil der 20. ist mir heilig. Und was habt ihr vor? Wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich fahren wir weg. Wohin? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Wir haben da noch nicht großartig drüber geredet. Wir haben nur gesagt, dass ich da frei mache. Dass ich an dem Tag mir einen Tag Urlaub nehme. Yes. So, ganz einfach. Wo es hingeht? Keine Ahnung. Irgendwo hin. Meistens fahren wir einfach ins Blaue. Da könnt ihr mich ja besuchen kommen. Doch nicht an unserem Jahrestag. Wir wollen auch was Schönes erleben. Das war nicht nett. Disneyland, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit weg. Wie komme ich hier wieder raus? Die haben, glaube ich, ein bisschen Scheiße gebaut. Nee, lass sie da ruhig drin verbrennen. Sie hat mich gerade. Das tat weh. Nee? Ah! Oh, da das tat weh. Ich zieh um. Was? Was? Hä? Ich habe gesagt, ich kann nicht richtig sehen. Ich habe meinen. Egal. Oh, ich bin ja komplett überfordert in dem Scheißding. Wirklich, merkt man gar nicht. Nein. Alter, ich bin komplett lost gerade. So kann man Bielefeld auch nennen. Ich wohne nicht in Bielefeld, immer noch nicht. Hallo? Okay. Keine Beleidigung, bitte. That's racist, ja. Das hast du jetzt gesagt. Ja, nein, das sollte jetzt nicht böse sein, aber das ist doch so. Also gegen die Stadt. Ich hasse Bielefeld auch, ja. Das ist nicht. Da würde ich nie nicht mal für 10.000 Euro hinziehen. Das ist wie bei mir mit Hannover. Aber Hannover ist, glaube ich, dann doch noch schöner. Nein! Ja, da guck dir mal Bielefeld an. Nein, lass mich hier weg. Ich bin schon wieder hier hinten im Arsch. Ich war seit ewigen Jahren nicht mehr da, aus gutem Grund, weil A, kenne ich da keinen und B. Doch mich. Ich hänge hier hinten fest. Wieso ist Hannover denn so grausam? Erinnerung. Einfach nur Erinnerung. Nein, hier, Ehren. Gut, und. Ja, die Autobahnen sind auch scheiße. Zumindest, ja, die hat zwei vor allem. Die Stadt an sich ist genauso scheiße. Echt? Ja. Also kann man quasi Hannover und Bielefeld so gleichsetzen? Ja. Also beides scheiße. Ja. Also ich mag Hannover überhaupt nicht. Es hat zwar schöne Ecken, ja. Aber ich... Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich da 18 Jahre gelebt habe und das war der reinste Horror. Hannover war der Horror. Aber euer Ort hat schöne Ecken. Ja. wo wir da bei der Bank waren, das war voll chillig. Ja gut, das ist mitten im Wald. Das ist natürlich geil. Ja, habe ich quasi auch vor der Tür. Mit dir mal ein Bild geschickt, wie das aussieht hier. Ja, stimmt. Nicht nur eins. Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Ja, ungefähr
Oh, ich will gar nicht aufhören. Ungefähr 10? Ja, 10, 11 Jahre bestimmt. Fast 11. Ich glaube, dieses Jahr wären es 11 Jahre. Ja. Terra. Ich will gar nicht aufhören. Ich will die Story weiterfahren. Ja, dann mach das, aber ich bin gleich... Ich weiß, aber ich muss auch ans Bett. Busch, das killt mich. Quatsch, der liebt dich definitiv nicht. Natürlich killt er mich nicht. Der versteht das vollkommen. Das ist das Schlimme daran. Bring doch nicht das um, was ich liebe. Das wäre ja vollkommen abstrus. Das Schlimmste ist... Ich hätte... Das alles, was ich eigentlich jetzt gerade mache, hätte ich niemals gemacht, wenn Fotos das nicht okay finden würde. Ich glaube, das hätte ich niemals gemacht. Ich habe so lange mit mir gehadert. Ich wollte es immer machen. Das alles, was ich heute gemacht habe, hätte ich nicht gemacht, wenn ich wüsste, dass da so viele Labersequenzen gewesen wären. Es war deine Entscheidung. Ich habe dir zumindest erzählt, dass es viele Redesequenzen geben könnte. Alles gut, Mann. Hat mir doch auch Nein, nein, gemacht. Wann hatten wir das letzte Mal Bullshit? Da hatte ich dir das, glaube ich, erzählt. Gestern? Nein, Privatvoice meine ich. Da muss ich jetzt kurz passen. Weiß ich jetzt gar nicht. Wann haben wir das letzte Mal privat gezockt? Weiß ich gerade selber nicht. Anfang des Monats? Das war immer noch Anfang des Monats, aber ja, ich glaube. Ja, aber ich glaube, so sehr Anfang des Monats. So, wo wir halt privat einfach gedaddelt haben. Ich glaube, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Wo du dich so richtig schön bei Daylight ausgelassen hast und doch die ganzen Piepwörter gesagt Ach, hast. Ach ja, die Piepwörter. Größer hat sich getäuscht, der arme Alte, aber gut aus. Der arme Alte, aber gut aussehende Mann. Oh, ja, bei Männern ist das so, die werden im Alter immer attraktiver. Also bei Foto stimmt das. Ja, der ist ja auch geil. Ja, deswegen ist es auch meiner. Warum renne ich eigentlich vor? Ich hab gerade. Weißt du, jetzt hab ich mal Kacke gebaut, ey. Jetzt hab ich Kacke gebaut, jetzt war ich so in meinem Element. Mit meinem Blödgrinsen, ey. Gott, wenn Weibchen über ihren. Schnucki redet, ne? Dann ist es soweit. Schnucki, ach Schnucki. Ich brauche Heubrot, dann geht das wieder. Kentucky in der Bar Old Shatterhand, da spielt eine Indianer-Band. Kennst du das nicht? Ne, das kenne ich tatsächlich nicht. Muss man bei Google eingeben. Schnucki, ach Schnucki. Okay. Ist von Fred Piesel. Fred Feuerstein. Nein. Schade. Gott, ich will noch nicht ausmachen. Ich will aber weitermachen. Ich will weitermachen. Und vor allem ist hier eines ab. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal verabschieden. Jetzt schon? Du willst dir die letzte Szene nicht angucken? Achso, wir sind noch nicht zu Ende. Nee. Ja, dann gucken wir natürlich noch ein an. Letzter Kampf noch. Viel Spaß. Oh, okay. Warte. Das ist schon alles tot. Irgendwas willst du kämpfen? Warte. Psst. Gleich darfst du wieder reden. Hab doch was. Red doch nochmal. Komm schon. Ich hab Angst vor dem Kampf. Du hast das Herz des ersten Hüters vergessen, Einfältige. Erinnere dich und erbebe vor mir. Ich hab dein Herz gebrochen. Sagt, dass ich dich meine. Achso. Ich habe Angst. Hast du nicht gerade doch irgendwann am Anfang gesagt, ran an den Speck? Ja. Da wusste ich aber noch nicht, dass wir gegen ihn kämpfen. Das ist halt ein überdimensionaler Bacon. Und was haben uns die ganzen Amis gelernt? Alles ist besser mit Bacon und Käse. Also, Scheiße, ich werde sterben. Quatsch. Ich werde sterben. Du ziehst das jetzt professionell durch. Professionell? Wer ist denn hier professionell? Ich nicht. Okay, dann ziehst du halt einfach durch. Ohne professionell. Ich werde verrecken, ey.
werde so verrecken. Das weißt du doch noch gar doch, nicht. Weiß ich. Doch, ganz, jetzt werd doch mal ganz unruhig, Mann. Ja, ich bin unruhig! Ja, oh, gut. Die. Scheiße, ich bin so ein Fisch, ey. Ich hasse Ausweichen. Warum kann ich nicht mit den Pfeiltasten spielen? Das musst du total anschwitzen. Ja. Tatsächlich. Ich sag nicht, du spielst erst mit Controller. Weißt du, ich sag D. Ich wusste nicht, dass ein Controller DDD hat. Du auch nicht. Nein, ich spiele mit Maus und Tastatur, deswegen habe ich ja die Probleme gerade. Ich weiß nicht, wen ich angreifen muss und wen nicht. Ich habe keine Ahnung. Einfach vor alles an, was sich bewegt. Haha! Außer deine Kameraden natürlich. Okay. Das hat gut geklappt. Nichts! Beschwör einfach Meteor. Ich habe kein Meteor. Ach. Also, ich habe zum Beispiel mal getippt, ich sterbe, wir sterben und wir sind gestorben. Ja. Na? So? Noch Worte dazu? Nö, aber ich wünsche jetzt eine gute Nacht. Was? Nein, tu mir das nicht an, noch nicht. Dieses letzte Ding noch. Das dauert ja, nicht lange. Du stirbst doch gleich wieder. Nein, jetzt weiß ich doch, wie es geht. Ja, okay, gut. Dann. Nee, Dattel, noch nicht. Aber danke. Aber gleich, also gleich. Oh mein Gott, ich werde sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Wenn du das jetzt schon wieder sagst, dann kann ich das auch offline gehen, Mann. Nein, kannst du nicht. Alter, Leute, jetzt hört er mal auf. Ein Hybrid noch nicht. Berichte über meinen Tod sind noch etwas unverfälscht, ja? Okay. Jetzt macht ihr das Ding, was auch immer das okay, war. auch wenn es vielleicht zu viel verlangt, kann irgendeiner dann wie eben mal markieren, was ich jetzt erstens angreifen muss. Ich bin zu blöd dafür. Ich kann mich konzentrieren, aber ich hab Schiss. Ich hab einfach nur Schiss, ey. Okay, Deal, ich halte jetzt den Kampf über die Fresse. Mhm. Und du gibst, und ihr gibt alles. Also, was muss ich dann als erstes angreifen? Ich versuche mich zu konzentrieren. Ich bin der Bogen. Scheiße.
Das macht sich besser. Das macht sich besser, Daddel. Ich weiß gar nicht, ist Kaya überhaupt noch da? Ja. Ah. Oh Gott, was denkst du gerade? Ich? Okay, gut, du denkst gar nicht so schon mal. Das ist schon mal positiv. Was soll ich denn jetzt großartig zu sagen? Ich glaube. Boah, Alter, meine Hände sind schweißnass, ne? Ja, aber man hätt's. Ihr seid ja auch nicht, glaube ich, die volle Truppe, oder? Doch, oder? Doch, ich meine, wir sind volle Truppe. Ich glaube, hier gibt's keinen Achtmann. Also, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es gibt hier noch keinen. Guck mal, Babu Sandpfote. Aber eigentlich müsste doch auch was daraus heißen. Babu Frick. Hey! Ach ja. Der Ältere von C3PO. Ne, ganze Kack nochmal. Ja, sag einfach Bescheid, wenn du da ready bist. Guck einfach zu. Ja, das schon, aber ich will dich im Kampf jetzt nicht zulabern. Ganz ruhig. Nein. Ich kann nur halt nicht viel antworten. Also. Das heißt nicht viel antworten, aber. Es kommt ein bisschen später, dass ich antworte. Wie gesagt, kenn den Kampf erstmal. Wir hören uns gleich. Ich will ruhig zwischendurch sagen. Oder wenn ich auch was übersehe. Wenn ich eine Markierung übersehe, kannst du mir was das auch gerne. Was dazu sagen? Es kommt doch irgendwie ein bisschen verzögert an. Hä? Kämpf nee, du. Achso, ja doch. Das, was du siehst, kommt verzögert an. Ja, stimmt. Ja. Entschuldigung, ja, da habe ich gerade nicht mehr dran gedacht. Wir hören uns gleich. Ach, was? Was liegst denn da so rum? Ich bin zu spät ausgewichen. Ein paar Sekunden. Ja, aber nimmst du mir jetzt echt nicht übel? Jetzt bin ich los. Nee, alles gut. Verschwinde. Wir schreiben? Hä? Ja. Wir schreiben? Ja, tun wir. Ich weiß, wie lange machst du noch? Ich habe keine Ahnung, wie lange die Kacke hier noch geht. Okay. Naja, ich wünsche allen eine gute Nacht. Alle, die mit dir kämpfen, noch viel Erfolg. Danke. Ich hoffe, ihr schafft das irgendwo. Aber schreibt mir mal, wenn du es geschafft hast, bitte. Ich versuche es. Alles klar, Ihnen. Dann allen eine gute Nacht. Schlaf gut. Nacht. Dankeschön. Ciao.
Nein, 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 nein. Leck mich. Warum laufe ich plötzlich so langsam? Leck mich. Ich habe keine Ahnung, warum ich plötzlich so langsam war. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. A few moments later. Ja, das hilft nicht weiter. Ja, es ist leider immer noch der gleiche Boss. Der Kaya ist nicht mehr da. Kaya ist gerade von uns gegangen. Wenn daran nicht am Schaden von dem Star. Oh Gott. Das Problem ist, ich bin halt immer dabei zu versuchen, allem aufzuweichen. Ich kann mich so selten auf die Angriffe konzentrieren. Bei Gegnern, die nie dahinter oder davor, weil, ja, ich versuche mein Bestes. Das Problem ist, also das letzte Ding ging definitiv auf mich. Das letzte Ding ging auf mich. Ich habe so verkackt. Da habe ich ja beim ersten und zweiten Mal noch besser hingekriegt. Jetzt würde Eis zapfen. Ah, okay. Okay. Weil ich habe mich. Ich war so geschockt, weil ich dachte, hä, scheiße, ich bin aus Versehen in C rein. Da habt ihr nicht geschnallt, dass ich plötzlich langsamer war.
Oh, ich sterbe doch wieder. Ich verkacke das Ding doch. Also, der grinst mich auch noch so freundlich an, so. Haha, du bist die Erste. Boah, Gott.
Alter. Die Scheiße will ich nie wieder machen. Nie wieder. Ich probiere erstmal ein bisschen. Ach, am Arsch, ey.